Das Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe und ich habe heute mal wieder einen anderen Raum aufgesucht, also Greenscreen macht es möglich, so viel darf ich doch immer wieder verraten. Also erstmal, wie gesagt, hallo liebe Zuschauer, liebe Freunde, wir sind mittendrin im Sommer und natürlich gibt es auch bei immer wieder sonntags wieder einiges Neues. Die letzte Ausgabe, es sind 4 Burschen gewesen, die bei der Sommerhitparade sich wieder sozusagen nach vorne gedrängt haben und sie bekommen eine neue Herausforderin und sie ist heute mein Interviewgast, nämlich die Miri Leonardo und dazu sage ich hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf, Frank. Und ja, Frauenpower kommt auf die Burschen drauf zu. Genau, so soll es sein und ich hoffe auch, dass mal der Schlager auch wieder ein bisschen mehr Einzug hält. Nicht nur das schöne Volkstümliche, klar, das klingt auch gut, aber hier Frauenpower, wie du sagst, finde ich gut. Ja, ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, seit 2020 hat jetzt keine Frau mehr gewonnen. Schön für die Volksmusik, aber ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit, dass eine Frau gewinnt und dafür trete ich auch bei diesem Wettbewerb an, um auch mal wieder mehr Sichtbarkeit für Frauen zu schaffen und hoffe, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen das genauso sehen. Auf alle Fälle. So, jetzt Miri Leonardo. Der Name für mich, ehrlich gesagt, noch relativ neu. Also, wie lange machst du schon Musik? Woher kommst du? Wie auch immer, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuschauern vor. Genau, mein Name ist Miri Leonardo, ich bin 34 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Mainz und lebe jetzt seit knapp 7 Jahren hier in Köln. Und mich hat es damals wegen der Liebe hierher nach Köln verschlagen. Die Liebe ist leider verflogen, aber die Liebe zu Köln bleibt und deshalb bleibe ich auch hier in Köln, weil ich finde es hier schön. Ich vergesse meine Heimat nie, ich bin sehr oft in der Heimat, denn meine Eltern wohnen noch da und ich habe da noch Familie. Aber sonst fühle ich mich in Köln sehr, sehr wohl. Gut, also der Rhein, der bleibt immer an deiner Seite sozusagen, ne? Ja, da sind wir dabei, so wie die Höder immer so schön sagen. Ich bin von der einen Domstadt in die andere Domstadt gezogen. Und ich bleibe dem Rhein und dem Karneval bzw. Fasnacht bleibe ich auf jeden Fall treu. Okay, das ist ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht nachher auch gleich zu sprechen. Aber jetzt erstmal wollen wir doch mal auf deinen Titel eingehen. 100 Küsse auf Papier. Also wer das Video vielleicht dann auch dazu sieht, da geht dann doch einige Erinnerungen werden da wieder wach an eine Liebe, die leider an die erste große Liebe, so muss man sagen, die leider nicht Bestand hatte und in die Brüche ging. Und was bleiben? Die Liebesbriefe sozusagen, ne? Erzähl mal ein bisschen. Genau. Nicht immer hat die große Liebe ein Happy End. Und für mich hatte sie damals kein Happy End. Denn das Einzige, was sozusagen blieb, sind die Liebesbriefe, die ich von meinem Ex-Freund noch habe. Die schönen Erinnerungen, die man hat. Ich bin auch keinesfalls traurig darüber, dass er weg ist. Jeder geht seinen Weg und wir haben trotzdem noch einen netten Kontakt. Von daher, ich gönne ihm das größte Glück auf Erden. Aber so entstand auch ein bisschen so die Idee und meine Vision zu dem Song, denn ich bin eine sehr autobiografische Künstlerin, also alle Songs, die ich für mich produziere oder die ich schreibe, die sind aus dem wahren Leben gegriffen und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, von mir viel preiszugeben und auch den Menschen da draußen zu zeigen, wer Miri Leonardo wirklich ist. Also, wie gesagt, am Sonntag kann man dich erleben, bei Immer der Sonntags mit dem Stefan Ross, genau, in der Sommerhitparade. Ja, die Geschichten, wie du sagst, autobiografisch, also sind schon einige Titel so entstanden. Wie viel gibt es von dir schon zu hören? Mittlerweile gibt es schon so 5, 6 Stück. Ich muss selbst mal zählen. da gibt es einmal Contigo, Tunnelblick, Auf Repeat, Das alles bin ich und 100 Küsse auf Papier. Das sind 5, ja. Mit Das alles bin ich trete ich übrigens jetzt auch am Sonntag bei der Sommerhitparade an und nicht mit 100 Küsse auf Papier. Aber dazu können wir ja gleich noch was sagen. Alles klar, okay, ja gut. Ganz anderer Titel sozusagen, ja, umso besser. Also, na, zumindest mit den 100
Küssen auf Papier hat man schon mal einen kleinen Vorgeschmack und der Titel, der dann sozusagen für die Zuschauer dann wichtig ist, wo sie dann voten dürfen, der hat auch nochmal andere Textzeilen, ganz genau. Worum geht's da ungefähr? Was sind da so die Botschaft, die da dahinter steckt? Also das alles bin ich, ist eigentlich ein Song für alle Kämpfer und Kämpferinnen. Es ist einfach so, dass man im Leben viele Hürden gehen muss, sei es die eigenen Hürden, sei es Hürden in der Beziehung oder vor allem auch die Hürden mit sich selbst. Wer ist man, wer will man sein, in welche Richtung will man gehen? Und genau dieser Song soll halt auch vielen Mut machen. Ist eigentlich nicht so üblich für immer wieder sonntags, dass man mit einer Botschaft kommt, aber umso schöner ist es, dass ich diese Botschaft verbreiten darf. Deshalb ist das alles bin ich, einfach zu zeigen, wer man wirklich auch sein möchte, was will man von sich preisgeben, wer ist man, und man soll einfach so sein, wie man ist, egal wie man ist. Mhm. Hat irgendwie so. Ja. Genau. Nee, wirklich gut, okay. Und klar, unser Promi-Geflüster wird natürlich überall und gern gesehen. Du bist nämlich auf mich zugekommen, als ich Jan und Jascha erst kürzlich im Interview hatte. Und das hängt wieder damit zusammen, mit denen, also mit Jascha, glaube ich, arbeitest du auch ein Stück weit, ne? Ja, mit Jascha arbeite ich sehr, sehr intensiv zusammen. Wir haben ein exklusives Verhältnis miteinander, wenn man das so sagen kann. Beruflicher Art natürlich, ne? Ja, also Jascha mag ich sehr, sehr gerne. Er ist wirklich ein toller Songwriter, ein toller Komponist, ein toller... Ja, er ist wirklich für einen da und gibt einem auch immer wirklich wertvolle Tipps und schreibt wirklich wundervolle Songs. Das alles bin ich und Hört Küsse ist beides aus seiner Feder. Also mit meinem ganzen Team, mit Produzenten und Songwritern haben wir diese zwei tollen Songs bisher zusammen schreiben und produzieren dürfen. Und da kommt noch ganz, ganz viel auf euch zu und die treffen einfach immer die Worte, die ich eigentlich verbreiten will. Also habe ich eigentlich den Song selbst geschrieben, aber die Jungs haben eine ganz, ganz große Aufgabe daran. Ja, prima. Also, da sind wir wirklich dann gespannt. Hören könnt ihr, liebe Zuschauer, die Titel auch von Niri Leonardo auf unserem Schlagerradio, das es ja auch noch gibt, Schlager24 bei laut.fm. laut.fm/Schlager24. Da immer mal wieder reinhören, dann werdet ihr bestimmt auch die Miri Leonardo irgendwann mal entdecken und hören. Also, das ist so unser Parallelprogramm, was wir hier mit der Musik dann bestreiten. Ne? Ja, wie war es jetzt für dich letzten Sonntag sozusagen, als dann auf einmal Stefan völlig durchnässt, es hat ja geregnet in der letzten Ausgabe, in die Lostrommel sozusagen griff und dich gezogen hatte. Was hast du es verfolgt? Ich habe es verfolgt, aber ich saß im Zug, weil ich am Samstagabend noch einen Gig hatte, einen Auftritt und war dann im Zug und meine Mama rief parallel an mit Videocall und im Zug ist ja meistens so, dass die Verbindung nicht so gut ist und dann hieß es auf einmal, so, jetzt ziehen wir mal. Erstmal war ja Stefan so ein bisschen verwirrt. Erst wollte er bekannt geben, wer gewonnen hat, diese Runde zwischen Michi Kaiser und Brennholz, aber dann musste er erst ziehen. Und dann kam Miri Leonardo und ich dachte mir so, oh mein Gott. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe die ganzen Wochen schon damit gerechnet, aber am Sonntag habe ich nicht damit gerechnet. Und da ist es passiert. Also mein Karma hat zugeschlagen und auch noch gegen Brennholz. Brennholz sind ja aktuell, muss man wirklich sagen, schon einer der Favoriten und dagegen anzutreten als einzige Frau gegen vier Burschen. Ich habe die Frauenpower, ich habe die Coronis und gebe trotzdem Vollgas und hoffe, die Menschen draußen und die Zuschauer sind gnädig mit mir und finden meinen Song auch wunderschön. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Was wird man tun jetzt noch ein bisschen hier, die Fans mobil zu machen? Wie gehst du voran? Gibt es Rituale oder deine Fans mobilisieren? Wie sieht's aus? Ja, also definitiv werde ich die Woche noch ein bisschen die Werbetrommel rühren.
natürlich meiner ganzen Follower in den Social Media Accounts auf Höchstform pushen, damit die am Sonntag vor dem Fernseher sitzen um 10:03 Uhr auf dem ersten gucken und schön voten. Und ja, vielleicht den Favoritenposten ein bisschen madisch machen, sage ich so schön. Jeder hat das Zeug zu gewinnen, aber natürlich, wenn man bei so einem Wettbewerb mitmacht, möchte jeder das Beste von einem zeigen und möchte natürlich auch am Ende des Tages die Krone holen. Wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Von daher mal gucken, was der Sonntag so bringt. Ich bin natürlich trotzdem nicht traurig, wenn ich nicht gewinne. Es ist eine Riesenchance für mich, bei immer wieder sonntags auf der Bühne zu stehen. Ich schätze das wirklich sehr, weil ganz, ganz viele haben diesen Traum, auf dieser Bühne zu stehen. Und ich darf da einer meiner Herzenssongs performen. Und das ist für mich schon das größte Glück, das ich eigentlich haben kann. Ja, ganz genau. Nee, da drücken wir ganz fest die Daumen. Dankeschön, Frank. Was sind so deine Ziele musikalisch? Wie soll es weitergehen? Du sagtest, es werden noch viele Songs entstehen und ich denke mal, die Bühne wartet auch auf dich, oder? Definitiv. Also ich gehöre jetzt zur kleinen Telamo-Familie aktuell. Und da gibt es noch ganz, ganz viele neue Projekte, neue Songs, die auf euch zukommen. Jetzt erstmal das alles bin ich und 100 Küsse, beziehungsweise 100 Küsse ist ja mein aktueller Song. Der ist jetzt in der heißen Phase. Da habe ich jetzt auch ein tolles Musikvideo auf Schlager für alle. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, neue Songs sind schon in der Planung. Es ist auch ein Song schon fertig, wenn ich das so verraten darf. Und mal gucken, wann der denn die nächste Zeit erscheint. Ist auch wieder eine ganz andere Miri in diesem Song. Deshalb wird es auch nochmal spannend. Wunderbar. Und dann natürlich kann man dich irgendwo auf den Social Medias überall, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter, überall antreffen, oder? Genau, auf den Social Media Accounts findet man mich meistens unter Miri-Leonardo, da bei TikTok, bei Facebook, bei YouTube oder auch bei Instagram. Könnt ihr mir gerne folgen und mein Schlagerleben so ein bisschen verfolgen. Ja, wunderbar, das machen wir doch auf alle Fälle. Und da habe ich ein Video gesehen, jetzt deinen letzten Beitrag auf Instagram, wo du von dir gibst, es waren nicht immer einfache Zeiten. Was steckt da dahinter? Ja, also eigentlich habe ich so ein bisschen zur Musik gefunden, über meine Familie beziehungsweise über meine Oma. Meine Oma, die ist leider 2019 verstorben und sie war ein absoluter Schlagerfan. Und ich war selbst mit ihr bei Stefan, war immer wieder sonntags vor ein paar Jahren. Und wir haben zusammen die Sendung geguckt, live. Und ich habe gesagt, Oma, irgendwann werde ich auf dieser Bühne wirklich stehen und werd auch da für uns stehen. Dass sie jetzt nicht mehr da ist für mich ein sehr emotionaler Moment am Sonntag. Der Auftritt gilt natürlich auch komplett ihr, muss ich dazu sagen. Denn ich hatte es in der Jugendzeit wirklich nicht immer einfach. Ich wurde viel in der Schule gemobbt und hatte da auch meine Probleme mit Mobbing. Und sie hat mir da echt sehr, sehr oft rausgeholfen und hat gesagt, Miri, glaub an dich, glaub an deine Träume und genau das tue ich mit meinen Songs, mit meiner Musik und dafür stehe ich am Sonntag auf dieser Bühne und freue mich sehr auf diese Chance. Auf alle Fälle, dann wird sie bestimmt von oben zuschauen und sich bestimmt freuen. Wenn die Sonne dann aufgeht am Sonntag über Rust, dann umso mehr von deiner Oma sozusagen, ne? Genau, das wäre sehr, sehr schön. Prima. Ja, du als Mainzerin und natürlich auch als Köln, da denke ich mal, ist der Karneval bestimmt bei dir auch im Blut, oder? Ja, also ich wohne ja so gut wie es geht in der Innenstadt und da ist immer volle Power, volle Dröhnung. Ich war ja auch in der ersten immer wieder Sonntagssendung, waren ja auch die Hühner da. Ich liebe die Hühner einfach. Das ist einfach Köln-Kultur sozusagen. Aber wir haben auch ganz, ganz tolle Songs aus Mainz, die Boomchucks und so weiter. Das sind alles auch Größen, die wir da haben und die machen auch ganz, ganz tolle Musik. Also ich bin mit Karneval und Fasnacht aufgewachsen. Das gehört einfach dazu. Ein bisschen Stimmung, ein bisschen laut. Ich bin aber tatsächlich nicht so jemand, der gerne so Karneval feiert, weil ich verkleide mich nicht so gerne. Aber
die Party dahinter ist dann doch schon ein bisschen wertvoller. Ja, vielleicht gibt es ja mal eine zweite Margit Sponheimer dann. Das wäre natürlich eine Nummer. Die Frau hat wirklich vorgelegt und Respekt an diese Frau. Ich sehe sie auch immer wieder gerne in irgendwelchen Mainz bleibt Mainz-Sitzungen. Sie ist ja immer noch Ja, genau. Bestandteil dessen. Also toll. Weil irgendwo muss er dann, glaube ich, doch immer mal wieder auf die Bühne dann hüpfen, wenn es irgendwie möglich ist, ne? Ich glaube halt einfach, dass man das nicht ganz ablehnen kann. Die Nee, Frau, die nee. hat den Fasnacht geprägt. Richtig. Die ist in aller Munde, die kennt jeder. Und wenn man da einmal drin ist in dieser Community, dann will man da, glaube ich, gar nicht mehr raus. Ganz genau, richtig. Am Rosenmontag ist sie geboren, singt sie immer. Naja, gut. Toller Song. Ja, richtig. Ja, genau, jetzt haben wir quasi deinen Titel erfahren und natürlich auch, wie du dich vorbereiten wirst. Volksmusik, Schlager, ich meine, ja, es wird eine schwierige Nummer, definitiv. Wie siehst du es grundsätzlich nochmal, wenn die wie vier gegen eine Person, das ist nicht einfach, ne? Alle auf eine Frau drauf, das ist echt fies. Nein, ich finde, Volksmusik und Schlager kann man gar nicht vergleichen. Also das Battle, egal wer gewinnt oder verliert, kann da mit erhobenem Haupt rausgehen, denn es ist eigentlich nicht vergleichbar. Es ist einfach jetzt nur eine Typsache, es ist eine Songsache, welcher Song berührt mehr, welcher Song macht mehr Stimmung oder ja. Wer ist jetzt auch schon länger dabei? Die Jungs haben natürlich einen Vorteil, die waren letzte Woche schon da, die kennt man schon. Da weiß man, was man bekommt. Jetzt kommt halt noch eine Frau, die ist sowieso in Wettbewerben, sieht man ja auch an DSDS oder an anderen Castingshows, immer schwerer haben. Von daher hoffe ich natürlich auf die Gnade der Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die trotzdem meinen Song feiern und mich auch als Person mögen oder ich noch ein bisschen Community-Zuwachs bekomme. Das fände ich auch sehr, sehr schön. Aber auch aus deinen Beiträgen auf Instagram und so weiter sieht man auch immer wieder, du bist auch sehr, sehr nah am Volk, gibst gerne Autogramme und ist das was du liebst? Also ich muss dazu sagen, ich finde es als Künstlerin für mich sehr, sehr wichtig, sehr nahbar zu sein. Also ich bin keineswegs mit der Nase nach oben unterwegs, egal wer mich anspricht. Ich bin immer sehr, sehr nah bei meinen Fans. Ich schreibe auch privat mit denen auf Instagram. Ich finde dieses Nahbarsein finde ich als Künstlerin so wichtig, weil du lernst so viel von Menschen und du gibst den Menschen auch total viel als Künstlerin. Und diese Wertschätzung, die dir entgegenbringen, musst du als Künstlerin eigentlich auch entgegenbringen. Und das tue ich. Und das tue ich mit ganzem Herzen. Und wenn ich die auf Events sehe oder wenn sie mir privat schreiben, wie die Musik sie prägt oder aus Tiefen rausholt, das berührt mich schon sehr. Und genau aus diesem Grund bin ich da und mache Musik und bin präsent als Künstlerin. Prima, wunderbar. Dann kann ich jetzt dir nur viel, viel Erfolg und viel Glück wünschen für die Sendung jetzt am Sonntag und natürlich auch darüber hinaus. Vielleicht klappt es auch irgendwo mal für ein Live-Treffen, dass wir uns mal persönlich auch kennenlernen, egal ob Mainz oder Köln oder Stuttgart, da wo ich dann in der Ecke, wo ich zu Hause bin, ne? Könnte ja auch mal Ein sein. Farbe, auch Ein toll. Schwabe, genau, richtig. Super. Auch die muss es geben, genau. Super, sehr sympathisch. Unbedingt. Ja, also, dann, wie gesagt, herzlichen Dank fürs liebe, tolle Gespräch. Die Technik hat Gott sei Dank standgehalten. Ja. Wir hatten letzthin schon mal versucht, ein, zwei Anläufe. Leider hat die Leitung nicht ganz so funktioniert, wie wir es gewünscht haben, aber jetzt haben wir es Gott sei Dank über die Bühne gebracht und dann kann jetzt für den nächsten Sonntag eigentlich nichts schiefgehen. Außer die Zuschauer und die Zuschauerinnen rufen nicht an. Das ist das Einzige, was noch sein muss. Die müssen anrufen. Genau, anrufen nicht vergessen, Miri Leonardo, den Namen unbedingt merken und ich denke mal, du wirst als Startnummer 1 sozusagen ins Rennen gehen, aber dann die Nummer, die beim Stefan eingeblendet ist, die dann auch entsprechend wählen. Genau, richtig. Gut. Und der Titel, sag's nochmal, wie heißt Mein Titel ist Das alles bin ich. Das alles bin ich, das alles ist
Miri. Und wie gesagt, hoffentlich noch viel, viel mehr von ihr gibt's schon recht bald im Laufe des Sommers, Herbstes und nachzulesen überall auf ihren Social Medias. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer, und bis zur nächsten Ausgabe. Bis bald. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.